Herzlich willkommen zum Regio Talk. Mein Name ist Ronja Bohrer und mein heutiger Gast ist der Charles Nguela, Comedian, der jetzt gerade zur Zeit mit seiner neuen Show «Respect» auf der Schweizer Bühne unterwegs ist und auch am 17. und 18. hier zu Basel. Liebe ist komisch. Ich finde Liebe extrem komisch. Wenn man nicht verliebt ist, finde ich Liebe extrem komisch. Das sind die Sachen, die mir sagen. Wenn du nicht verliebt bist und du lässt andere Menschen zu, fragst du nicht ab und zu, ist ein bisschen komisch. Zum Beispiel das da. Du bist das Beste, was mir je passiert ist. Wenn ich höre, wie sich zwei Leute so etwas sagen, frage ich mich immer, wie scheiße ist dein Leben gewesen? Also weißt du, ich mache mir Sorgen. Hallo Charles, schön, Hello. Bist du heute hier. Hey Ronja, danke, hey, dafür da sein. Du hast ja 2014 2 Swiss Comedy Awards gewonnen. Einmal bester Comedy Act und einmal Publikumsliebling. Das sind zwei grosse Auszeichnungen. Hast du als Kind je gedacht, dass du mal so Preise abräumst in der Comedy-Szene? Nein, im Fall eigentlich nicht. Was ich habe immer mega gerne Sport gemacht. Mhm. Und ich habe wirklich gedacht, ich werde irgendwann einfach Sportler sein. Comedy oder Kunst war nicht etwas, das mich damals gross interessiert hat. Schauspieler habe ich immer mega cool gefunden. Aber Comedy, nein, nicht so. Wann ist denn das gekommen, der Gedanke? Bist du irgendwie Klassenclown gewesen? Früher, ich hatte 4 Geschwister. Mhm. Und immer wenn die Streit hatten, dann bin ich eigentlich der gewesen, der immer etwas Lustiges gesagt hat. Um einfach zum Stimmung alles beruhigen. Und dann habe ich dann schon gemerkt, es wäre etwas für mich, aber nie gross verfolgt, bis 2011 ist dann nach einer Training, wo ich mega traurig war. Dann habe ich dann gedacht, hey, ich brauche etwas Neues und dann angefangen und seither bin ich süchtig. Und wie ist das so, Stanka, deine erste Show? Hast du einfach mal schreiben und dann ein Lokal gebucht, um mal auftreten? Oder nein, ich war in einer Bar, hatte viel geredet, zu laut übrigens. Und dann laufe ich raus und eine Dame kommt zu mir und meint, kann man die buchen? Aha. Und dann habe ich das Gefühl, dass sie meint, ich bin ein Cowboy. sicher nicht! Und meine Freunde haben das dann mitbekommen, es mega lustig gefunden und dann haben sie mir dann als Gaukel-Festival in Lenzburg dann angemeldet. Ah. Und dann war es eine offene Bühne und jeder konnte gehen und einfach 5 Minuten dann erzählen. Und ich habe, glaube ich, über Zug gefahren, habe ich dann geschrieben. Und dann habe ich Zug gefahren? Ja, über Zug gefahren und dann habe ich das erzählt, 5 Minuten. Ja. Und nachher, wie ist denn das in deiner ersten grossen Show gekommen, wo du bist? Ja, die erste grosse Show, ich bin immer an einer offenen Bühne gegangen in Zürich. Und der Typ dort, der Dani Gundelfinger, habe ich dann gedacht, ich brauche einen Manager. Brauchst du einen Künstler? Und dann findet er so, eigentlich nicht, nein. Dann habe ich ihm gesagt, hey, no risk, no fun. Und dann hat er sich getraut. Ich sagte, komm, wieso nicht? Yeah. Und dann hat er mir geholfen, mein erstes Programm dann fertig zu schreiben. Yeah. Und dann haben wir einen Saal gebucht, Leute eingeladen und haben gefunden, du oder die. Yeah, you either go hard or go home. Yeah. Und dann haben wir dann so immer angefangen. Einfach ein kleines Räumchen gebucht und dann immer so weiter. Ja, und dann ist es gelaufen. Und jetzt bist du ja eine feste Größe in der Schweizer Comedy-Szene. Was würdest du sagen, sind die Sonne- und die Schattenseite des Comedians? Sonnenseite ist natürlich, du siehst immer Leute in einer guten Stimmung. Mhm. Und wenn die Leute sehen, wenn sie wissen, was du machst, sie strahlen automatisch, weil sie das Gefühl haben, jetzt ist es lustig. Yeah. Das ist ein ziemlich grosser Nachteil, aber Vorteil. Aber ein Nachteil ist dann auch, dass Leute zum Teil immer erwarten, dass du lustig bist. Mhm. Und das bist du auch nicht. Du bist auch ein Mensch. Also auch im Alltag. Ja, auch im Alltag hörst du aber ziemlich oft, wenn du dann mega seriös bist, hörst du irgendwie so, du bist gar nicht so lustig. So, wir sind am Glas essen. Das sind immer Witze reissen. Ja, genau. Und eben da ist ein Nachteil. Und auch, man ist viel unterwegs. Ja. Natürlich, ja. Genau. Wir verpassen viel mit Freunden und Familie. Ja, viel Geburtstag, Familienfest. Ja, genau, ja. Kennst du es ja. Genau. Dein erstes Comedy-Programm heisst «Schwarz Schweiz», wo du auch bewusst Themen wie Hautfarbe und Rassismus in der Schweiz mit Humor ansprichst. Ja. Also Themen, die ja andere auch als Tabu empfinden würden. Ja. Warum gerade diese Themen und vielleicht nicht andere, unverfänglichere? Jetzt bei dem Programm, jetzt beim Neuen, bin ich von diesen Themen komplett weggegangen. Ist völlig etwas anderes. Jetzt ist nur Spass und alles, was wir so erlebt haben in den letzten 12 Monaten, vom Homeschooling zu Gott weiss was. Aber damals, bei Schwarz Schweiz, war es etwas, wo
es hat mich extrem beschäftigt. Mhm. Und ich habe dann immer Sachen geschrieben, die erfunden waren. Und dann haben mir Leute immer wieder gesagt, so, hey, es ist einfach mega künstlich, mega theatralisch. Such ein Thema, das dich wirklich im Moment interessiert. Ja. Und dann mach das. Und dann bin ich hergehockt und dann habe ich gemerkt, unsere Gesellschaft interessiert mich. Und dann habe ich Gesellschaft kritische Themen dann, ausgesucht. Und das war das erste Programm. Mhm. Und mittlerweile bin ich ein bisschen weg von dem gegangen. Es braucht da neue Sachen. Genau, man muss eben wieder mal etwas Neues finden. Ja, genau. Du bist im Kongo geboren und dann wegen dem Bürgerkrieg nach Südafrika geflüchtet. Genau. Also krass, was du da erlebt hast. Ja. Wie alt bist du da gewesen? Ich bin 5, wenn ich das machen musste. Noch so klein. Ja, genau. Und da finde ich auch extrem lustig, dass dann Leute immer das Gefühl haben, wie du das erlebt hast, dass es ausprägend ist für das ganze Leben. Ich finde eigentlich nicht. Es war nur ein kleiner Teil von meinem Leben. Aber es spielt schon eine extrem grosse Rolle, wie man dann als Kind die Welt dann, wahrnimmt. Und ich glaube, bis 7, 8 Jahre konnte ich es nicht ganz verstehen. Ja. Aber erst dann hast du genug Wissen, um einfach das analysieren und zurückschauen und denken, schon ein bisschen blöd, dass mir jemand nicht gerne hat. Nur weil ich der bin, wo ich bin. Beschäftigen dich so die Konflikte im Kongo immer noch? Oder ist das so ein bisschen abgeschlossen? Natürlich immer noch. Ich habe immer noch. Also mein Bruder wohnt noch dort. Der ist zurückgegangen. Mhm. Verfolgt mich sehr, aber mir fühlt sich halt mega hilflos irgendwie. Ja. Du kannst nicht gross etwas machen, nur die Welt darauf aufmerksam, machen. Und dann hoffen, dass eines Tages irgendetwas passiert, dass es einfach besser wird. Ja. Und mit 14 bist du in die Schweiz gekommen. Yeah. Wie hast du die Zeit hier am Anfang erlebt? Oh mein Gott, kalt. Wir sind gerade im Januar in die Schweiz gekommen. Okay, also Und bei uns wird es auch kalt, aber nicht so kalt. Erstens das, die Sprache hat mich extrem fasziniert. Du hast ja noch gar nicht Schweizerdeutsch können. Nein, überhaupt nicht. Wir haben den Afrikaans geredet, wo eine Mischung ist zwischen Holländisch und Englisch. Das heißt, wir sagen am Morgen, also guten Morgen, sagen wir guten Morgen. Ja, genau. Tönt ähnlich wie guten Morgen. Genau. Aber die Sprache habe ich die ganze Zeit gedacht, so, wie verstehen die sich untereinander? Und das hat mich fertig gemacht. Macht bis heute keinen Sinn. Das Schlimmste, was einem Comedian passieren kann, ist ja, wenn das Publikum nicht lacht. Oder wenn du ein träges Publikum hast, das ruhig ist. Hast du das schon erlebt und wie gehst du mit dem um? Ja, habe ich das schon erlebt. Wie ich damit umgehe? Mittlerweile denke ich immer, ich analysiere die Situation. Es kann gut sein, dass einfach die Ansage mega komisch war oder der Raum oder die Witze, die du ausgewählt hast für den Tag oder du fühlst dich nicht gut. Ich versuche das nicht persönlich zu nehmen, aber als Komiker nimmst du es immer ein bisschen persönlich auf, weil du denkst, ich habe mega Mühe gegeben. Aber Comedy ist russisch Roulette und man muss damit klarkommen, dass es Zeiten wird geben, wo Leute auch dort sitzen und denken. Ja. Du hast schon mega viel erreicht in deiner Karriere und du bist auch sehr fleissiger, würde ich dich einschätzen. Oh. Ist etwas, was du unbedingt willst erreichen oder jemanden, wo du mal willst auftreten? Oder irgendein Ziel, ein beruflich? Eigentlich nicht. Von Anfang an habe ich mir immer gesagt, solange dass ich die Miete zahlen kann, ist bei mir alles gut. Weil ich habe nie wollte zu hohe Erwartungen setzen, damit ich mich selber enttäusche. Aber durchaus braucht man Ziel. Etwas, was ich mega cool fände, einfach einmal in meinem Leben gemacht habe, ist im Hallenstadion mal. Einfach auftreten von 10'000 Menschen, das Gefühl haben, wo einfach etwas einfach viel zu gross ist. Ah, ja. Einfach einmal gemacht zu haben, aber ich glaube, sonst irgendwie nicht, weil Comedy ist und bleibt mega persönlich. Ja. Und dann ist es cool, wenn du immer noch ein bisschen Kontakt hast zu den Leuten. Und bei 10'000 sind sie ein bisschen zu weit weg. Ja. Aber dann freuen wir uns auf die Auftritt eines Tages im Hallenstadion. Ja, mal schauen. Aber jetzt bist du zuerst mal noch in Basel am 17. und 18. November. Genau. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg mit deinen weiteren Shows. Hey, und danke dir. Deine Tournee. Und schön, bist du da gewesen. Vielen Dank. Merci vielmals. Danke dir. Merci.